Willkommen zum sechsten Spieltag der Bundesliga. Die Aufstellung der Leverkusener. 1. René Adler. 27. Gonzalo Castro. 3. Stefan Reinartz. 24. Michael Katlech. 4. Bastian Otschipka. 18. Sidney Sem. 7. Tranquilo Barnetta. 38. Karim Bellarabi. 6. Simon Rolfes. 10. Renato Augusto. Und 9. André Schürrle. Im 4-5-1. Topspieler Schürrle, Barnetta, Rolfes, Renato Augusto sind, und beide sind verletzt. Warum steht er denn da in der Startelf? Naja. Dann hat er meiner Meinung nach auch nichts in der Startelf zu suchen. So. Leverkusen wird ein ganz anderer Brocken sein als Bochum. Sie sind sch sehr schwer zu spielen. Was wir am letzten Sonntag in Wirklichkeit gesehen haben. Willkommen in der Bayer Arena Leverkusen zum sechsten Spieltag der Fußball-Bundesliga-Saison 2012, 2013 auf FIFA 12. Bayern 04 Leverkusen gegen FC Bayern München. Viel Spaß. Bayern stößt an. Über Müller. Dieser auf Gustav. Robben. Müller. Gomez. Ribéry. Fevers, Sam über rechts. Ballack wird wohl für Rolfes Renato Augusto spielen. Lahm. Schweinsteiger. Gustavo. Müller. Fevers. Katlex. Schöle. Ballack. Bender. Er stand doch auch nicht in der Startelf. Schweinsteiger. Gomez. Bender. Sidney Sam. Castro. Bender. Ballack. Ribéry. Gomez. Leverkusen mit dem Bein davor. Castro. Lars Bender. Michael Ballack. Freistoß. München. Schulterschott. Einwurf Leverkusen. Lahm. Spielaufbau über Bartschnur. Von Leverkusen dazwischen. Schweinsteiger hat ihn trotzdem noch. Gomez. Ballack. Schweinsteiger. Sam. Boateng, pass auf. Gomez. Das wird ein Geduldsspiel. Oh ja. Wirft ihn zu Schweinsteiger. Ribéry. Gomez. In die Lücke zu Müller!
Adler! Gustavo. Weg. Lahm. Ribéry. Schweinsteiger. Weg. Robben. Adler. Ecke. Ja, das macht Spaß. Und da! Super Ecke von Robben. Schön geschlagen auf den Schädel von Gomez. Adler hatte gegen diese Kugel keine Chance. Man steht 1:0 für die Bayern. Sam. Aufpassen. Beck. Halt ihn auf. Komm, Neuer. Mein Herz wird stehen. Komm es. Müller, abseits. Die Abseitsstellung. Abseitshalle. Straf zu. Ribéry. Neuer. Wollt ihn zu Schweinsteiger. Ribéry über links. Gomez. Gustavo im Zentrum. Robben. Müller. Gomez. Ribéry. Jetzt läuft der Ball. Gomez. 2:0. Schöne Kombinationen. Da läuft einmal der Ball und es endet in Tor. Was alles so ein Tor bewirken kann. Man wird frei. Schweinsteiger. Boateng. Gustavo. Robben. Müller. Ribéry. Flanke auf Müller. Abgewehrt. Ecke. Mal gucken, ob es der Ribéry genauso hinkriegt. Aber Gustavo. Antwort. Nein. Kiesling. Weit mit nach hinten. Ballack. Das ist schon komisch. Wolfes. Ballack. Oh, aufpassen! Hey, was machen wir da? Kurze Neuer, wenn jetzt einer da aufpasst. Schieß ihn, steck ihn zu Gomez, Robben, Müller. Fuß davor. Jetzt kommen sie über rechts. Und Ribéry setzt den Fuß davor. Gut gemacht. Sam. Naja! Super! Halbzeit 0:2. Zweite Halbzeit. Ribéry. Bartstuber. Und wieder zu Ribéry. Schweinsteiger. Gomez. Robben. Gustavo. Boateng. Komm mit nach vorne. Und Gomez. Unbeabsichtigte Vorlage. Ribéry. Eckball. Auf Robben. Beck. Neuer Spielaufbau. Zu Gomez. Doch nicht zu Müller, der steht doch im Abseits.
möchte ja gerne wechseln, aber dann bringe ich Unruhe in die Mannschaft. Müller, Gomez, Ribery. Ich wüsste auch nicht, wen ich rausnehmen soll. Elfmeter! Und warum? Die Frage will dir niemand beantworten können. Ribery, warum jubelst du? Robben. Verwandel ihn! Der Torhüter bewegt sich nicht einmal. Ich bekam immer vom Trainer zu hören. Frederik, egal was du beim Elfmeter machst, entscheide dich für eine Ecke und bleib nicht stehen. Robben kann doch Elfmeter. Riesling. Sam. Ribery. Gomez. Und Müller! Glanzparade Adler! Ecke! Getreten von Robben! Gomez! Er macht gute Ecken, der Robben. Müller. Robben. Müller. Sucht den Torabschluss! 0:4! Gegen Bayern 04! Ich dachte, es läuft mal anders. Ich hoffe, dass FIFA 13 auf Wii U etwas schwieriger wird oder mehr Schwierigkeitsgrade anbietet. Denn von der PS-Version weiß ich, dass sie 5 Schwierigkeitsstufen haben. Hier gibt es ja nur 3. Einfach, mittel, schwer. Und bei der PS. Ich hatte hier mal die FIFA WM 2006 für die PS2 und da gab es 5 Anfänger, Halbprofi, Profi, schwer, Weltklasse. Das gibt's hier nicht. Gustavo, Robben, Schweinsteiger, Gomez, Tarafa. Beck passt auf. Robben. Müller. Gomez. Ribery. Gustavo. Müller. Gustavo. Und Latte! Kreuz. Ribery. Bartstuber. Das ist nicht gut. Bartstuber, fang ihn ab! Der kann Tore schießen. Robben. Müller. Gomez. Gustavo. Ribery. Gomez. Sucht den Torabschluss über das Tor. 20 Minuten. Ribery, Einwurf Leverkusen. So. Gomez versucht jetzt über links. Flanke auf Müller. Kopfball in die Arme von Adler. Adler, da kann man auch stehen bleiben. Muss man sich nicht hinlegen. Gustavo. Robben. Torabschluss in die Nüsse. Der atmet immer noch schwer. Gustavo! Adler! Ecke! Müller! Schweinsteiger! Und Adler! Gomez! Oder nicht? Beck! Auf Gustavo! Flanke auf Gomez, abgefangen von Adler. Und es sind noch 12 Minuten zu spielen. Bartstuber, Ribery, Gustavo,
Robben, Müller und Gomez. Sie kombinieren, wie sie wollen, die Bayern. Müller, 0 zu 5. Durch die Hosenträger von Adler. Aus dem Nichts. Ballack. Ribéry. Gomez. Schweinsteiger. Fehlpass. Kommt jetzt noch einmal ein Angriff von Leverkusen. Ribéry. Schweinsteiger. Gomez. Oh. Müller. Robben. Zieht mal etwas das Head auf rechts. Flanke auf Gomez. Abgewehrt. Fehlpass. Fehlbefreiungsschlag auf Ribéry. Müller. Robben. So. Konter der Leverkusener. Über Sam. Beck. Baller. Beck. Robben. Müller. Torabschluss. Oh, was? Der ist drin! Danke! Unterkante der Latte! Ob es drauf oder nicht? 0 zu 6. Noch einmal Ecke Leverkusen. Noch einmal alles geben, Defensive. Schweinsteiger, an dir liegt es. Ob die Null stehen bleibt. Robben. Gustavo. Gomez. Schweinsteiger. Ribéry. Klops und Ribéry. Noch einmal Gegenangriff. Bartschuber. Abpfiff! Unglaubliches! 0 zu 6 gegen Leverkusen! In Leverkusen! Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und morgen! Ich bin schon ganz nervös. Es ist unser erstes Champions League Spiel! Mein erstes Champions League Spiel! Auf FIFA 12. Ich bin schon sehr gespannt! Wer mein erster Gegner ist in der Champions League. Oh, mein Herz schlägt aber jetzt schnell. Nee. Nein. Doch nicht in der Gruppenphase. Gegen FC Barcelona. Und das in der Champions League. In der Gruppenphase. Das ist ein vorweggenommenes Finale. Das wird ganz, ganz eindeutig anders als gegen Bochum und Leverkusen. Da muss ich erst mal schlucken. Nichtsdestotrotz werden wir uns Barcelona stellen. Ich hoffe, ihr seid dabei und gebt euer Tipp ab. Tschüss!